Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Witcher 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, aber mich mega freuen, zu denen ihr jetzt entscheiden solltet. So, wir gehen jetzt nochmal einmal ganz kurz an den einen Ort, wo noch das Fragezeichen ist. Und ich glaube, danach werde ich dann nach Skellige gehen erstmal. Die Schatzsuche können wir immer noch machen, wobei ich überlege, ich muss gucken, wie lange das dauert mit der Schatzsuche. Ich gucke mal, wie weit das auseinander ist und wie weit man da laufen muss. Wenn es jetzt eine Sache von 10 Minuten ist, um alle Schätze kurz zu finden, dann kann man das ja eben schnell machen. Aber sonst würde ich direkt nach Skellige gehen. Man muss dazu sagen, die Fragezeichen laufen eigentlich auch nicht weg, ne? Die verschwinden ja nicht, soweit ich weiß. Wobei doch eine Quest könnte verschwinden, wo wir hingehen könnten gerade. Da ist der Anleger. Straße zum Kahlen Berg, okay. Oh, hier ist einfach... Ah doch, Neblinge sind hier. Man kann sagen, hier ist einfach gar nichts, aber nee, hier ist was. Es war sehr hochwertige Neblinge. Was einmal hier oben ist, dass das hier so bewacht wird von Neblingen. Was waren die ganzen Neblinge denn hier? Ein Eingang. Können wir da rein? Na, Schlüssel benötigt, natürlich. Da unten sind noch mehr Neblinge, was soll denn das denn? Können wir wenigstens ein Fragezeichen? Ne, können wir nicht, ne? Also wir schaffen es auch, wie uns hier durchzubacken durch den Berg, aber ich bin sehr guter Dinge, dass das hier alles wieder mit unsichtbaren Wänden voll sein wird. Ja, ihr seht es schon. Wir könnten hier eigentlich hoch, aber unsichtbare Wände. Das Fragezeichen da oben ist also nur erreichbar, wenn wir den Schlüssel haben. Sehe ich das richtig? Sieht so aus, ne? Dann geht man hier irgendwie durch die Höhle und dann kommt man irgendwie hinten raus, dann kommt man hier hoch. Na gut. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Die ist für uns gerade nicht zu holen. Ja. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob eine der Quests hier, eine der Schatzsuchen vielleicht hier ist. Das muss ja die Wählendinger sein. Nee. Wo ist denn das? Guckt erstmal da ganz kurz. Können wir uns da in die Nähe teleportieren? Ja. Das ist nicht schwer. Da kommen wir zur Teufelsgrube und können wir da hinlaufen. Machen wir das mal eben.
Aber interessant, ne? Hier ist einfach ein Dorf, wo keiner lebt. Nur Neblinge unterwegs sind. Mal sehen. Also ich kenne die Quest hier noch, aber ich weiß, was hier passieren wird, aber interessant auf jeden Fall. Mehr sage ich dazu nicht. Interessant. So. So, mal ganz kurz meditieren. Ich glaube mal ganz kurz wieder, dass es hell wird. Doch nicht. Sieht schöner aus, wenn es hell ist. So. Ah, das war hier drin. Hier ist auch eine Quest noch übrigens. Eine neue Quest, die offen ist. Schauen wir mal kurz. Aber war das nicht auch das Netflix-Quest hier? Nee, warte mal, das war anders. War anders, oder? War das hier? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Doch, doch, das ist doch. Nee, Steinbruch der Alten, das ist ein anderer Steinbruch. Interessant. Sind das Banditen? Es sind Bauern, okay. Keinen Schritt weiter, sonst gibt es noch eine Leiche. Hör mal, ich hinter dir. Wenn du glaubst, dass ich darauf... Oh, du Wichser! Waffen! Zu den Waffen! Monster kommen! Reißt ihm die Eier aus! Danke. Ohne dich wäre es aus mit uns gewesen. Todsicher. Verdammte Hexer. Ich habe euch doch gerade geholfen. Sagt ja was von verdammte Hexer. Der will mich doch verarschen, der Typ. Nichts, soll er sich da einfach verrecken, ey. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Jetzt ist das erst in der Truhe, weil gerade eben habe ich die Truhe doch schon gelootet, oder nicht? Naja, meinetwegen. So. Willst du euch mal ganz kurz machen, dass die Quest hier schon mal ein Stück weitergeht? Weil es mich ein bisschen nervt, dass überall die Anschlagbretter gehighlightet werden. Deswegen gehen wir mal ganz kurz da vorne hin, teleportieren uns kurz zu einem Dorf und lesen das Anschlagsbrett. Das Anführungsstrich, naja, ja, ja, das kennen wir alles aber schon. Helft uns bei der Bestattung, Warnung. Aufruf an Ritter Gerald von Riva mit der Brücke im Wappen. Gerald von Riva, im Namen unseres gnädigen Souveräns, ihrer allergnädigsten Herrin Anna Henrietta, reisten wir in den nördlichen Königreiche, um dir von unserer Mission zu berichten. Ein schreckliches Monster sucht das Herzogtum Torsonheim, eine Bestie, die sich abscheulichster Verbrechen an den Untertanen der Herrin schuldig gemacht hat. Nur der größte aller Hexer ist in der Lage, dieser Bestie die Stirn zu bieten. Daher möchten wir dich bitten, dich in dem Dörfchen Hohlweg einzufinden, wo wir voller Hoffnung darauf warten, dass du unser Flehen hörst und unsere Heimat aus dem Fängen der Furcht befreist. Dein bescheidener Diener, Palmerin de Lamfaul und Milton de Perec Piran. Sei etwas vorsichtiger, wenn du die Ketten ausziehst. Ein Mantel mit Marderfellkragen ist schwer zu verkaufen. So. Hohlweg, aber das ist doch die Siedlung der Steinschneider hier. Keine Ahnung. So, machen wir die Markierung mal ganz kurz weg, das wollen wir mal ganz kurz sehen. Angeblich war nämlich hier in Niederwür ist keine Markierung mehr für das Anschlagbrett, okay. Anschlagbrett technisch sieht es sehr negativ aus gerade.
Hier oben halt, aber da will ich noch nicht hin. Okay. Da unten ist halt noch ein Anschlagbrett. Na, da gehen wir da jetzt mal hin. Wobei, nee, warte mal. Warte mal, wir machen erstmal ganz kurz. Nicht vergessen. Schatzsuche. Ach, ich kann ja direkt beim Teleport suchen. Geht schneller. So. Oh, hier ist eins, okay. Dann schauen wir da mal. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Alles. Ich sag euch, und nichts. Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpel. Oha. Hab ich gar nicht gewusst, dass hier ein Eingang ist. Ja, man lernt nie aus, ne? Also ich wusste es bestimmt einfach mal, aber ich habe es nicht mehr gewusst. Weil ich habe irgendwann auch diese Schatzsuchen gemacht, aber... Vermutlich war es das letzte Mal genauso überrascht darüber wie jetzt. Da kommt doch ein Gegner. Nicht? Ich kann nicht tauchen wieder mal. Schade, ich würde gerne wissen, was da unten drin ist. Ich kann aber auch nicht mehr hier raus aus dem Wasser übrigens. Ah. Blick gerade, wenn ich einmal raustappe und dann über das so reingehe, geht's dann wieder, weil das hatte ich letztens auch schon mal. Nee. Muss einmal speichern und wieder laden wieder. Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Aha. Kann man hier durchschwimmen? Nö, ne? Interessant, interessant. Okay, aber angeblich hier weiter. Art unter Wasser wirken? Nö. Scheinbar nicht. Vielleicht wenn man oben drauf ist? Nö. Na gut. So wichtig ist es ja nicht. Schon. Dauert ein bisschen mit dem Hochklettern. Ah, ich will doch nur die schönen Baupläne haben. Der ist nur 1129 Meter entfernt hier. Gehen wir da zuerst hin. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute. Oh nee, da ist noch was. Oh nee.
Schlinger. Her, Plötze. So, 270 Meter, das kriegen wir hin. Da-d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 a
Das war ein schwerer Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sollte mich ein wenig umsehen. So. Was ist denn diese Burg? Wo ist die denn? Aha. Okay. Wir müssen aber auch mal unsere Ausrüstung wieder reparieren. Aber wird langsam, wir haben nur noch zwei Schatzsuchen hier. Zwei Schatzsuchen sind nicht die Welt, das kriegen wir hin. Hey, ich muss rausgehen, um ihn zu töten. Okay, da muss es im Keller sein. Ja. Ja. Prinz Aliens Tagebuch.
Sortieren war toll. Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfenschemas mit Professor Gloger irgendwo in den Ruinen von Estaria verschwunden sind. Doch allein die Skizzen für dieses Stahlschwert sind so viel wert wie ein Dorf in Südredanien. Wir teilen die Profite entsprechend unserer Vereinbarung zu gleichen Teilen. Ich behalte das Schema für das Silberschwert, Kieran das Schema für die Armbrust. Ich muss sagen, dass die Köpfe der Expeditionsmitglieder in Essig nicht unbedingt nötig gewesen wären. Doch andererseits sind sie beeindruckender Nachweis von Kierans Gewissenhaftigkeit und Professionalität. Der Hexer hat geschworen, dass keiner der Archäologen Estaria Leben verlassen würde. Und er behielt recht. Umso trauriger, dass Kieran mein Angebot nicht angenommen hat. Als mein Leibwächter hätte es ihm nie wieder an irgendetwas gefehlt. Pünktlicher Lohn, Kaviar und Erdbeeren zum Frühstück, Hummer zum Mittagsmahl, tägliche Bäder, ein Hofchirurg, Kurtisanen beiderlei Geschlechts für alle seine Bedürfnisse. Und hätte er immer noch etwas begehrt, hätte er nur an meine Kammertür klopfen müssen. Er muss dieses Herumziehen in der Welt sehr lieben. Denn ich glaube nicht, dass Jakob von Dembich ihm ein besseres Angebot hätte machen können als ich. Also wirklich, Jakob von Dembich? Ein zweitklassiger Kapitän, der für eine Handvoll Kronen Huren an Novigrader Hafenarbeiter liefert. Mit ein bisschen Glück sinkt seine Nussschale im nächsten Sturm und Kieran kehrt mit einem eingeknüpften Schwanz zu mir zurück. Unleserlich geschrubbte Einwachsen, Klingenöl, Teufelsbovis-Verzerrung. Die Tinte ist deutlich frischer als bisher. Offenbar sind mehrere Jahre vergangen. Ich habe gehört, dass der fliegende Hirsch, das Schiff, auf dem Kia gesegelte, vor der Küste Grashügels gesunken ist. War das mein Fluch? Nicht übel für einen Anfänger. Vielleicht sollte ich erwägen, mich in Ban Ard einzuschreiben. Aber wir müssen hier noch echt einiges entdecken. Sehe ich gerade 2 von 7. Ne, warte, das war die... Das... Hier kann man raus, naja. Oh mein Gott, was ist das? Keine Ahnung, was das gerade war. Oh, da war ich doch schon mal. Naja. Die Schatzsuchen müssen auch erledigt werden. Ist halt so. Gehören auch dazu zu 100%. Wir müssen sie also so früher oder später machen. So spät in die Nacht habe ich schon lange nicht mehr gestreamt. Vielleicht schon 1 Uhr. Ich wollte noch nach Skellige heute. Vielleicht muss ich es doch auf morgen verschieben. Keine Ahnung. Aber dann morgen als das Erste, was wir tun. Mal schauen. Aber komm schon. Spring, Geralt, was machst du da? Geralt ist ein bisschen unbeholfen, muss ich ehrlich sagen. Ich will hier nur hier durch. Das geht nicht. Dann komm mal von der anderen Seite. Kieran hat auf dem fliegenden Hirsch als eine Art Wache angeheuert. Ein Sack prall gefüllt mit Novigrader Kronen hat den Kapitän überzeugt, mich in seiner Kajüte unterzubringen. Es läuft alles nach Plan. Eigentlich finde ich diese Expedition sogar amüsant. Ich bin froh, dass ich die Entführung nicht von irgendeinem hirnlosen Muskelprotz erledigen lasse. Ich selbst kriege sie eleganter hin. Er ist vorsichtig. Mit einem beiläufig platzierten, vergifteten Apfel wird ihm nicht beizukommen sein. Ich werde ihm wohl mit einem Zauber von den Füßen holen und per Teleport fortschaffen müssen. Hoffentlich landen wir nicht irgendwo mitten auf der Tempelinsel, sondern in meinem unterirdischen Quartier. Die Kraft, die aus meinem Labor pulsiert, stößt einen Gutteil meiner Versuche ab, nach Hause zu teleportieren. Sehr hohes Resistenzniveau gegen psionische Zauber. Zeit, die zur vollständigen Durchdringung seines Nervensystems erforderlich ist. Mindestens eine halbe Stunde. Noch ein paar Augenblicke und der Hexer ist transportbereit. Jetzt muss ich nur noch unsere Spuren verwischen. Wie wär's mit einem kleinen Wetterumschwung? Während ich auf günstigere Witterung warte,
wartete, durchsuchte ich seine Sachen. Es waren einige sehr interessante Dokumente darunter. Eine Karte von Estaya und Handwerksschemas elfischer Herkunft. Randnotiz, hochinteressante Zeichnung einer einhändigen Armbrust, vermutlich für die Jagd auf Drakonide oder Ortinosaurier. Muss während des Verhörs danach fragen. Ich finde meine Theorie bestätigt, dass die Hexer der Katzenschule Elfenwaffen einsetzten. Und man höre und staune Notizen von Professor Sigismund Loger. Es ist offensichtlich, dass der Hexer etwas mit dem Verschwinden des berühmten Professors zu tun hat. Könnte sein, dass ich das mit diesen Cumulonimbi etwas übertrieben habe. Keine Zeit zu verlieren. Ich muss uns evakuieren. So, dann wollen wir wieder weg. Yay! Ab ins Wasser. Aber die andere Quest haben wir fast durch, ne? Die Schatzsuche hier, die andere. Wir haben noch Wählen hier, aber das ist noch ein Schema. Und das hier sind noch zwei Schemata. Und dann ist der Rest des Kaer Morhen und no, na, hier ist Novi gerade, aber es ist Stufe 34, das machen wir noch nicht. Das ist zu hoch von der Stufe. Und Wusi noch wach oder schon eingeschlafen? Sieht nach Regen aus. Ja, ich bin auch schon ganz schön müde, aber ich will diese Schatzsuche noch hinter mich. Eigentlich will ich ja noch das Skellige. Ich will alles erledigt haben hier. Ich will eigentlich noch nach unten auch noch das andere Ding suchen da, aber gibt da noch was anderes, wo ich hin will. Da ist noch ein Auftrag für mich, glaube ich, den ich erledigen kann. Ich wirke Axi auf euch. Ihr habt nichts gesehen. Gar nichts. Es ist nichts passiert. Einst fand eine Mutter ihr Kind sterbend neben sich liegen. Ich bin doch noch gerutscht. Rutschen ist doch nicht tödlich, oder doch? Seit wann ist Rutschen denn tödlich? Man kann auch von hinten mit dem Schiff ran, aber ich will das nicht. Ich will jetzt dahin. Einst fand eine Mutter ihr Kind sterbend. Ich weiß ja, dass es geht, man sieht's ja. So, hier sollten wir nicht runterspringen. Oh, da unten ist eine Death Zone. Wenn man da reinrutscht, ist er eine Death Zone, weil man da nicht mal rauskommt. OMG. Gibt es vielleicht einen anderen Eingang unter den Tempel? Oder müssen wir da runter? Wie gut, dass wir nicht unterwegs da reingeraten sind. Er zeigt mir keinen Weg an. Versuch mal hier vorne runterzukommen.
Oder war der Eingang einfach hier? Nee. Hier war der Eingang nicht. Mit etwas Glück könnten wir im Wasser landen, wenn wir hier runterspringen. Nein. Ey, es hat nur 2 Meter gefehlt, dann wären wir im Wasser gelandet vorne, aber 2 Meter sind halt 2 Meter, ne? Wenn man die nicht geschafft hat, dann hat man die nicht geschafft. Dann ist das so. Wie gut, dass wir nicht unterwegs da reingeraten sind. Ja, 2 Meter vor mir war ein Wasser. Aber eine Klippe und dann war Wasser darunter. Von oben hat man sogar nur Wasser gesehen. Man hat das Land unten gar nicht gesehen gehabt. Hier ist doch Wasser, oder nicht? Tada! Ich weiß halt noch nicht so recht, ob das der richtige Weg hier ist. Aber probieren geht ja bekanntlich über Studieren, ne? Kann man hier vielleicht rein? Vielleicht unter Wasser oder so? Ich glaube nicht. Das sieht schlecht aus. Vielleicht? Nee. Wenn noch Katze oder nicht? So eine Katze kann man auch unter Wasser besser sehen, oder ne? Ja, geht so, ne? Aber hier ist nix. Hier ist nur ein sehr großer Satz mit X. Wenn ich einen Höhleneingang sehen würde, weißt du? Also hier hat irgendwas einen Höhleneingang oder sowas. Ja, hier stehen wir jetzt. Ich glaube, ich lade nochmal. Aber das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Fand deine Mutter ihr Kind sterben. Es muss doch irgendwie einen Weg darunter geben. Hexer. Oh. Schon das Wort. Gute Nacht. Schlaf gut. Warum? Bis morgen dann.
Muss doch irgendwie einen Weg darunter geben. Ich höre hier sogar was, aber... Da trotzdem kein Eingang, den ich da höre. Ich sehe sogar die Höhle. Aber warte mal, kann man hier vorne rein? Ist hier die Höhle? Ist hier der Eingang? Oh, ich habe sie gefunden. Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Wie viel Schaden der raushaut. Oh mein Gott, das waren diese Pilze. Oh. Kann man hier meditieren? Ich hoffe, wir müssen nicht da runter. Also da durch die Tür, weil da habe ich keinen Schlüssel für. Oh, ich hab's vergessen, dass da diese Pilze sind. Das könnte der... Ich wollte die Seite aufnehmen. Gemäß den Anweisungen unseres Leiters Irenaeus van Steingart haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in einen Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endeten die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare, sodass wir die Studie nicht fortsetzen konnten. Matthäus Sikula. Okay. Ich glaube, der Boden stürzt hier ein, kann das sein? Ne, die müssen alle in die Mitte zeigen, kann das sein? Ah, der stand schon richtig.
Lieber Pascal, lieber Timo, da ich etwas Zeit zwischen den Behandlungen habe, die ich diesen stinkenden Ertrunkenen verabreichen muss, schreibe ich euch wie versprochen das Rezept meines berühmten scharfen Huhnkürbis-Eintopfs auf. Kürbis, Hühnerschenkel oder Brust, wenn es nicht anders geht. Kokosmilch, schwer zu bekommen, aber es gibt ein Schiff des Importhandels Opekienberg und Söhne, das jeden ersten Mittwoch im Monat den Hafen von Novigrad anläuft und alles Mögliche verkauft, sogar gestreifte Pferde. Rechtliche Zutatenlisten unleserlich, Seite zerrissen. Den Rest werdet ihr sicher alleine hinbekommen. Viel Erfolg, M. PS, jetzt schuldet ihr mir einen Gefallen. Aha. Ich weiß, was der Laborschlüssel macht. Wir können die Tür jetzt öffnen, ne? Hinten beim Hauptraum. Nehme ich mal an. Schauen wir mal. Ist ein bisschen langsamerer Part heute. Aber ist halt Schätze suchen, ne? Schatzsuche ist immer ein bisschen. Rätseln und knobeln und lesen und tun und machen. Perfekt. Da ist irgendjemand. Nicht gut, nicht böse, nur Schmerz. Es ist noch nicht zu Ende. So. Also der lebt ja noch, der Kian. Interessant. Erster Tag. Zum Glück hat der Teleport uns direkt in mein Labor gebracht. Es ist gut, zu Hause zu sein. Diese leckere Nussschale ging mir aus dem Hals raus. Hoffentlich hat der Sturm, den ich beschworen habe, sie auf diesen spitzen Riffe vor Grashügel geworfen. Die Experimente, die meine Studenten in meiner Abwesenheit mit den Ertrunkenen durchgeführt haben, haben nicht die erwarteten Ergebnisse erbracht. Wie üblich muss ich alles selber machen. Ich werde dem Subjekt einen absolut medizinischen Opium verabreichen. Diese Mohnblumenmilch hält den Hexer halt bei Bewusstsein so, dass er zu keinerlei Widerstand fähig ist. Die Studien beginnen. Anmerkung: Ich muss meine geplanten Experimente unterbrechen, solange ich den zerstörten Teil meines Labors in Ordnung bringe. Die Knochen im Unterarm meines Assistenten habe ich gerichtet. Ich werde dem Hexer jetzt eine vierfache Dosis Mohnblumenmilch verabreichen. Vierter Tag. Das Objekt zeigt die erstaunlichste Widerstandskraft gegen physische Folter. Es war erst nach dem zweiten Tag intensiver Arbeit gebrochen. Moderat befriedigende Ergebnisse des Verhörs. Ich konnte Informationen zur Hexerausbildung der Katzenschule allgemein gewinnen. Wie ich vermute, sind die Hexer der Katzenschule größtenteils elfischer Abkunft. Die Schule muss irgendwie mit den älteren Völkern in Verbindung stehen. Addendum. Vielleicht war der Begründer vor ein N-Seide-Elf. Das Objekt ist zu weiteren Studien nicht mehr geeignet. Ich setze die Mohnblumenmilchgaben aus. Siebter Tag. Ich verabreiche einen Extrakt aus Wasserschierling und Schierling. Bei typischen Vertretern der N-Seide verursacht eine solche Mischung eine Paralyse des peripheren Nervensystems und schließlich auch der Nervenenden. Dies führt zur Paralyse der Muskeln, des Stützapparats, der Lungen und des Herzens. Schließlich tritt der Tod durch Ersticken ein. Natürlich ist der Hexer kein typischer Vertreter irgendeiner Spezies. Das Gift schien zwar eine milde Irritation seines Nervensystems zu bewirken, doch sein mutierter Körper konnte die schädlichen Alkaloide rasch neutralisieren. Binnen Stunden sind alle Symptome des Gifts, das ich verabreichte, abgeklungen. 15. Tag. Injektion des Seewestentoxins erbrachten nicht die erwarteten Ergebnisse. Zur Verstärkung der Giftwirkung habe ich Ethylalkohol in seine Wunden gegossen.
Sein Nervensystem ist offenbar immun. 26. Tag. Das Objekt wurde gefoltert, vergiftet, verbrannt, eingefroren, ausgehungert und dehydriert. Trotz alledem funktioniert sein Körper weiterhin. Es isst und trinkt selbstständig, bewegt sich eigenständig durch die Zelle und kann einfache Worte »Bitte trinken, nicht wehtun, aufhören, artikulieren«. Schluss. Wie ich vermutete, ist der Hexer der ideale Besessene. Ein Dämon, der in einen so exzellent vorbereiteten Körper gebannt wird, wird zum leibhaftigen Tod, zum Rachegeist aus Fleisch und Blut und untersteht meinem Befehl. Seit den Zeiten vom Malaspin und also ist es niemandem gelungen, ein Wesen von solcher Macht zu erschaffen. Dies ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Zeit, mit der Beschwörung zu beginnen. Ich glaube, das war er jetzt hier, ne? Das war die Überreste des Hexers und, ja. Ha. Schade. Aber wir haben die komplette Katzenausrüstung jetzt gerade bekommen. Alles, was uns noch fehlte, haben wir jetzt bekommen. Also dafür, dass wir jetzt hier ein bisschen rätseln mussten und alles, war das Ergebnis doch ganz gut, würde ich sagen. Das Ergebnis war, dass wir die ganze Quest abgeschlossen haben durch dieses eine Ding. Ah, die haben wir schon gelesen. Also da kann ich mich nur wirklich nicht beschweren. Hier gab es schon gut Belohnung. 4 Schemata. Und ein bisschen Zeug, um meine Alchemie weiterzumachen, ne? Hier, guck mal, ich kann die ganzen Absurde herstellen. Also nicht alle, die Zutaten werden vermutlich dann irgendwann fehlen. Aber wir haben schon einige Absurde hergestellt. Wir können Bomben herstellen, aber vermutlich auch nicht alle. Ja, weil uns jetzt wieder Zutaten fehlen. Was aber okay ist. Wir können auch ein Öl wieder verbessern. Ah, Reliktöl. Wunderbar. Das hilft uns auch ein bisschen. So, wir können auch Tränke machen. Okay. Lief doch ganz gut, würde ich behaupten. Also ich fand das jetzt gut, bis auf, dass wir natürlich jetzt ein paar Mal da runtergefallen sind. Aber gut, dafür haben wir es am Ende aber geschafft, muss man auch sagen, ne? Muss man auch ehrlich sein zu Potato, dafür haben wir es am Ende aber auch geschafft. Ist aber noch eine Schatzsuche, die wir machen müssen. Also hier machen müssen. Wir können auch nach Kaer Morhen gehen, aber das gehen wir jetzt noch nicht hin. Was war der? Ach, das war hier einfach der reguläre Weg. Hier vorne hätte man runtergemusst. Wie soll man darauf kommen, dass man hier hinten runter muss? Hier hinten. Ganz hinten am Arsch der Welt. Naja. Wir waren doch schon mal hier und sind hier irgendwo runtergesprungen, aber ich bin nicht drauf gekommen. Selber schuld von mir. Aber wir haben es ja dann doch geschafft. Auf eine, naja, wie soll man sagen? Holzhammer-Methodenart. Einfach mit dem Knüppel drauf. Hat schon funktioniert irgendwie. So. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden rein. Ja, du und dein Geduldsfasen. Faden. Ah, hier ist eins drin. Ist das nicht eine Arena gewesen? Oh, der Part schon wieder fast eine Stunde lang. Ah. Naja. Heute im Stream werde ich es, glaube ich, nicht mehr hinbekommen mit Skellige. Diejenigen, die tugendhaft waren, Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Hey, du. Wenn es jetzt einfach in dem Haus hier drin ist, würde ich lachen. Das ist ganz schön nah hier dran. Das ist einfach nur hinter der Wand da vorne. Komm mal dahin. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Manche leben noch, wenn ich sie ins Feuer werfe. Da. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich nehme an, das wird hier oben sein, oder? Weil man da echt selten hingehen würde. Einfach so, wenn man nicht was sucht. Da würde man dran vorbeilaufen und einfach nichts machen, weil, warum?
gut, vielleicht, weil man neugierig ist und sagt, oh, eine Leiter. Eine Leiter wird immer zu irgendwas führen. Perfekt. Warum nimmt ihr die Quest direkt wieder weg? Ich hatte noch einen Teil zu finden. Ah, nee. Das war alles, was ich finden musste. Noch? Okay. Hä? Ich dachte, wir hätten noch zwei Sachen. Hier haben wir noch. Ach so. Da ist noch was, was fehlt. Das war dieses Ding, was im Wasser war, ne? Da machen wir das jetzt noch, ne? Haben wir's. Die anderen Schatzsuchen mache ich nicht, weil ihr wisst ja, wie ich schon gesagt habe. Aber jetzt gibt es so viel Arbeit. Oh. Das Ochsenfutter-Tor hatten wir noch nicht entdeckt vorher. Wie ich schon gesagt habe, sind die zu hoch vom Level. Also ich könnte es versuchen. Wir könnten es versuchen. Und es, wir würden es vermutlich auch schaffen. Aber scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir werden dann schon auch genug Zeit und genug Möglichkeiten zu haben und Gelegenheiten, wenn wir aus Skellige zurückkommen. Ist ja nicht mal so, dass wir jetzt nach Skellige aufbrechen und dann können wir uns nicht mehr teleportieren. Doch, doch. Wir können jederzeit wieder nach Wegeln, keine Sorge, aber ich will es halt irgendwie für mich persönlich so ein bisschen abgeschlossen haben, versteht ihr? So ein bisschen, ich habe jetzt Wählen erstmal hinter mich gelassen, ich muss nicht mehr an Wählen denken. Ich weiß, jetzt kann ich mich um Skellige kümmern. Bis ich da bei Skellige auf den Stand bin, wo ich sage, okay, jetzt sind wir hier soweit fertig, dann machen wir Hearts of Stone. Dann gehen wir vielleicht mal nach Kaer Morhen, mal kurz vorbeischauen dort. Und dann machen wir die Hauptstory in Skellige zu Ende. Und dann, oh, dann wird's lustig. Dann geht's zum Ende des Spiels, tatsächlich. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Also, nach und nach, ne? Also, wir werden dann noch mal ein paar neue Quests und so und Wählen, glaube ich, auch mal haben. Und es wird auch noch ein bisschen was, auch, glaube ich, Nebenquests, die dann freigeschaltet werden, wird's auch noch geben. Wir werden einiges zu tun haben. Das ist schon noch, also wir haben noch einige Stunden dann zu tun. Selbst wenn wir Skellige durch haben, haben wir immer noch 20 Stunden oder so. Aber wenn wir Skellige durch haben, kann ich euch sagen, dann sind wir an dem Punkt angelangt, liebe Freunde, da geht's langsam zu Ende. Da ist so langsam der Punkt erreicht, wo man sagen muss, jupp, jetzt geht's langsam zu Ende. Aber überlegt mal, wie lange wir hier schon spielen, ne? Überlegt einfach mal darüber nach, wie lange wir hier schon spielen. Wir haben schon so viel Zeit hier rausgezogen. Und ich habe für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich, ich habe mega viel Spaß hier rausgezogen. Ich habe mega viele coole Gegenden gesehen. Ich habe mega viele coole Quests gehabt und hatte einfach durchgehend Spaß eigentlich. Gut, ein bisschen das Suchen jetzt gerade mit den Schatzkarten ist ein bisschen, naja, aber das dauert ja nicht lang. Es ist ja schnell erledigt, wie ihr gerade seht. Das haben wir die ganzen Dinge erledigt. Soweit ich weiß, haben wir jetzt auch alles erledigt, was wir noch machen konnten an Hexaufträgen, an Schatzsuchen. Klar, wir können das hier machen ohne Probleme. Wir können auch die beiden theoretisch machen, aber das ist jetzt alles in Gegenden, wo ich noch nicht bin. Wir haben sogar alles in Novigrad erledigt. Nee, hier. Das ist noch in Novigrad, aber vom Level zu hoch. Das sind auch beides zu hoch. Wobei kann man darüber debattieren, ob das zu hoch ist. Das müssen wir auch noch nachher machen. Anfangskosten, Kabarett, das müssen wir auch noch machen. Das ist eine Nebenquest, die wir noch machen müssen, Kabarett. Stimmt. Aber nach Kabarett können wir dann aufbrechen, nach Skellige. Wie ich mich drauf freue. So, meine lieben Freunde, das war's aber für diesen Part dann. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.